Das wird ein Essen. Ein Festessen wird das. Oh, hallo, guten Morgen. Ja, ich habe mir heute was ganz Besonderes zum Mittagessen gekauft. Einen Fisch. Aber keinen normalen Fisch. Nee, das hier ist kein Hering, keine Scholle und ein Fischstäbchen ist es schon gar nicht. Das hier ist eine Meeresche. Oder wie wir Feinschmecker so sagen pflegen, eine Volée de Mer. Eine Delikatesse. Und nicht billig. Aber ich finde, ab und zu sollte man sich schon was Gutes gönnen. Nee? Ja, und dieser hier mit Weißweinsoße, schön gewürzt mit... Naja, erstmal muss ich ihn ausnehmen. Na nur, seit wann haben Fische denn sowas Hartes da im Bauch? So hart und schwer, das gehört doch in keinen anständigen Fisch. Seltsam. Ein Knochen kann es doch nicht sein. Na, das ist doch ein Ding. Ach, nee. Das ist eine alte Münze. Oder ein Amulett oder sowas. Womöglich aus Gold. Ja, ganz bestimmt sogar aus Gold. Und unheimlich viel wert. Das könnte altägyptisch sein. Oder babylonisch oder so. Ich hab doch hier... Ja. Hier müsste es irgendwo sein. Also zumindest... Ja. Hier, das sieht doch schon mal sehr ähnlich aus, ja? Zumindest römisch oder griechisch, ja. Auf jeden Fall ist das gute Stück antik und eine Menge wert. Ja. Aber wie kommt es in des Fisches Magen? Ich glaube, das hier ist ein Raubfisch. Und die schnappen ja nach allem im Wasser, was sich bewegt oder was blinkt. Und diese Münze lag also im Wasser und der Fisch hat sie verschluckt. Wie kommt sie aber auf den Meeresboden? Ne? Die alten Römer haben doch ihr Geld nicht einfach ins Wasser geworfen. Ein Schatz. Ein versunkener Goldschatz, ja. Irgendwann mal ist ein Schiff gesunken mit Kisten voller Gold. So eins vielleicht. Sie segelten über alle Meere und gingen oft unter im Sturm. Oder ein Piratenschiff mit goldener Beute an Bord. Wurde beschossen, ging unter. Und wenn man weiß, wo, ist man ein reicher Mann. Einige wissen das, moderne Schatzsucher. Mit ganz moderner Ausrüstung natürlich. Eine alte Flasche, ja, schon ganz hübsch. Aber hey, das ist besser, Gold. Hat sich gelohnt. Ich bin jetzt auch auf Schatzsuche, denn da, wo dieses Goldstück herkam, da liegen noch mehr. Die Frage ist bloß, wo kommt es her? Also, wo kommt der Fisch her, in dessen Magen es war? Na ja, wisst ja, nicht? Ich muss jetzt nur noch den Weg des Fisches zurückverfolgen. Dann habe ich den Schatz und bin ein reicher Mann, ja. Zur Sicherheit habe ich den Fisch mal mitgenommen. Und zuerst werde ich am besten mal den Fischhändler fragen. Ja, der weiß doch mehr. Aber der darf nicht alles wissen. Bitte schön. Ah, danke. Guten Tag. Was darf es denn sein? Ich habe nur mal eine Frage, bitte. Ein Kilo. Kennen Sie diesen Fisch? Wie? Kennen? Wieso? Naja, ich habe ihn heute Morgen bei Ihnen gekauft. Und ist er schlecht, der Fisch? Nein, der ist gut. Ich muss nur wissen, wo er herkommt. Wieso müssen Sie wissen, wo er herkommt? Dachte nur, es ist doch vielleicht ganz interessant, zu wissen, wo er herkommt. Ne? Woher? Ja. Na, frisch aus dem Meer natürlich.
Oder denken Sie, wir verkaufen hier aufgetaute Fischklötze? Nein, nein, aber speziell dieser hier. Aus welchem Meer kommt er? Das ist sehr wichtig für mich. Welches Meer? Also ich weiß nur, dass wir die Fische hier jeden Tag frisch hereinbekommen. Da kommt gerade wieder eine neue Ladung. Ach, womöglich mit den gleichen, ne? Danke, Wiedersehen. Ah, so kommen die Fische also hier an, auf Eis. Ja, das könnte meiner auch gebrauchen. Hat ja vielleicht noch einen langen Weg vor sich, nicht? Ja. So. Aha, Kühllaster. Ja, damit ist ja vielleicht mein Fisch auch gekommen, nicht? Aber keiner da. Ah. Ach ja, sagen Sie mal, kennen Sie zufällig diesen Fisch? Mann, nehmen Sie dieses Tier da weg. Ich kann die Viecher nicht mehr riechen. Wieso? Weil ich jeden Tag 20 Tonnen davon rumkutschiere. Ach, auch diese Sorte? Ja, diese auch. Und wann fahren Sie wieder ans Meer? Da würde ans Meer? Wieso Meer? Ich fahre im Urlaub lieber in die Berge. Ach, Sie meinen wegen dem Fisch? Ja. Den übernehme ich bloß. Keine Ahnung, wo der herkommt. Warum fragen Sie denn überhaupt? Och, was interessiert Sie denn so an diesem Fisch? Ach, nichts, nichts. Aber sagen Sie, könnten Sie mich nicht dahin mitnehmen, woher Sie den haben? Na ja, wenn Ihnen so viel daran liegt, steigen Sie ein. Danke. Aber es wird eine lange Reise werden. Vorher muss ich noch eine Ladung aufnehmen. Nee. Das Vieh bleibt draußen. Ich kann nun mal keinen Fisch mehr riechen. Rolling down 295 out of Portland, Maine. Still high from the people out there, feeling no pain. Gonna make it to New Jersey, gonna set it up and do it again. I got a bottle of wine, that's it all. Got a broken white line, I'm still sore. Ain't nothing but time between silver. Ja, bin schon ganz steif von der ganzen Fahrerei. Ja. Was alles so transportiert wird, meine Güte. Rindviecher sogar. Und Holz. Und was weiß ich alles, man sieht ja nichts unter diesem Plan. Es ist ein verdammt harter Job, das Lasterfahren. Und das Mitfahren auch. Naja, und wir fuhren und fuhren und fuhren. Den ganzen Tag waren wir unterwegs. Jetzt wird's schon duster. Und ich bin hundemüde geworden. Nur vom Beifahren. Ne? Irgendwann habe ich mich dann hingelegt in die Fahrerkoje. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Tanken, fahren, tanken, fahren. Volle Autobahn. Städte, Dörfer, Straßen. Herr Lustig! Hm? Wenn Sie wissen wollen, wo Ihr Fisch herkommt, ja, müssen Sie jetzt aufstehen. Ja. Ist hier ein Meer? Nein, ein Flughafen. Da kommen Sie mal mit. Ja. Hallo Karl. Hallo. Du kommst gerade richtig, deine Fische sind eben angekommen. Ach, Sie sagten eben Fische. Kennen Sie zufällig diesen hier? Nein, nicht persönlich. Aber warum fragen Sie? Oh, ich muss nur wissen, wo er herkommt. Es ist sozusagen ein Feinschmeckerproblem. Feinschmecker? So. Da sollten Sie in einen Fischladen gehen. Wir sind hier in einer Spedition. Eine Spedition? Ja,
Das ist eine Spedition. Hier kommen Waren aus allen Teilen der Welt an. Sozusagen ein Umschlagplatz für alles Mögliche. Sogar für Fische. Übrigens auch für diesen. Die sind gerade runtergekommen. Allerdings ein bisschen frischer. Wieso runtergekommen? Na, von oben. Sozusagen fliegende Fische. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Mein Fisch ist mit dem Flugzeug gekommen. Vornehm, vornehm. Ja, da könnte er drin gewesen sein. Was hier alles los ist, mitten in der Nacht. Kein einziger Reisender zu sehen. Naja, das hier ist ja auch kein normales Treppchen für Passagiere. Und das da ist auch kein normales Fluggepäck. Das ist Luftfracht. Das hier ist ein spezieller Luftfracht-Jumbo. Der kann besonders dicke Brocken schlucken. Durch die Nase. Ja, auf die Art und Weise kommt natürlich jeden Tag eine Menge Zeug hier an und muss weiterverteilt werden. Fische aus Frankreich, Blumen aus Afrika, Gemüse aus Holland, Maschinen aus Amerika. Ja, damit man die Übersicht nicht verliert, gibt es im Flughafen einen Computer, der alles säuberlich registriert, automatisch wegpackt und stapelt. Der weiß genau, wo er was hingetan hat und da holt er es auch wieder ab. Nee, da ist kein Mensch drin. Nur eine Kiste. Mit Pudelmützen für den Nordpol. Was denn? Pferde fliegen auch heutzutage? Naja, werden wohl Zirkuspferde sein. Oder Rennpferde. Scheinen öfter zu fliegen. Na denn, gute Reise. Fisch ist also tatsächlich mit dem Flugzeug gekommen. Sagen Sie, die Maschine, die gerade Fisch gebracht hat, wo kam die her? Aus Paris. Paris? Ist doch nicht möglich. Paris liegt doch nicht am Meer. Die Seine fließt durch Paris. Und da drin gibt es solche Fische nicht. Sie müssen sich irren. Junger Mann, jeder Atlantikfisch kommt aus Paris. Hm? Hier ist der Frachtschein. Frischfisch aus Rungis. Rungis? Ich denke Paris. Oder Rungis ist ein Fischgroßmarkt. Der Fischmarkt überhaupt in Paris. Und jeder anständige Fischhändler, der was auf sich hält, bezieht seine frischen Fische von dort. Wenn es sein muss, per Flugzeug. Also doch Paris. Naja, aber dann muss er doch von irgendeinem Meer aus nach Paris gekommen sein. Tja, muss er wohl. Ja. Und Sie wissen nicht zufällig, woher der hier? Ja. Nein. Das müssen Sie schon selber herausfinden. Fahren Sie nach Paris und nehmen Sie endlich diesen Fisch hier weg. Bonjour, Monsieur Müller. Was haben Sie heute für mich? Maurice, eine Ladung Wildschwein aus Italien habe ich da für dich. Ah, Wildschwein! Mit Basilikum und Rotwein! Du sollst es ja nicht essen, du sollst es nach Paris bringen. Hier sind die Zollpapiere. Merci. Ach, Monsieur Maurice, können Sie mich nicht mitnehmen nach Paris? Ich muss nach Rungis. Ah, zum Fischmarkt. Ja. Damit? Ja, es handelt sich da um einen Fisch. Ah, ich verstehe. Sie wollen ihn umtauschen. Nee. Ah, kommen Sie. Wir gehen nach Paris. Danke. Aber der Fisch kommt nach hinten, zum Wildschwein.
Tja, viel von Paris habe ich nicht gesehen. Macht aber nichts. Der Großmarkt von Rungis war aufregend genug. Was es da alles gab? Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel. Und natürlich jede Menge Fisch. Und Hummer und Krebse auch. Da waren kleine Fische und große Fische. Und flache Fische. Thunfische. Und Muscheln auch. Ja. Und da gab es Transporteure, Spediteure, Käufer, Verkäufer, Restaurantbesitzer, Küchenchefs. Und da wurde gehandelt und gekauft und verkauft und gefeilscht und notiert und bestellt. Und natürlich habe ich überall gefragt, kennen Sie diesen Fisch hier? Ce poisson-là arrive de l'Orient par chemin de fer. L'Orient, L'Orient. Wie bei uns. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est... Bonjour. Lorient, Lorient, Lorient. Ich muss rauskriegen, wo dieses Lorient ist, denn der Fischhändler hat doch gesagt, der Fisch käme aus Lorient. Muss irgendwo am Meer liegen. Und wenn ich jetzt... Ah ja. Eine Karte von Frankreich habe, dann könnte ich doch sehen, wo, muss irgendwo, ja, hier, am Meer, am Atlantik, da, Lorient, ja, es ist eine Hafenstadt, eine Fischerhafenstadt, das, ja. Ja, oh, ein Wörterbuch. Ja, das brauche ich auch. Französisch-Deutsch. Der hat auch noch mehr gesagt. Chemin de fer. Und dann war da noch was. Chemin de fer. Ja, da. Chemin de fer. Weg aus Eisen. Eisenbahn. Das ist hübsch, nicht? Eisenbahn. Das heißt also, der Fisch ist mit der Bahn von der Küste nach Paris gekommen. Na, wenn das so ist, dann kann ich ja auch mit der Eisenbahn an die Küste, nach Lorient, wo der Goldschatz ist, ne? Ja. Ist doch ein Ding, ne? Was alles so auf diesem Globus herumgeschoben wird. Da ist mein Fisch also von Lorient an der Küste mit der Eisenbahn bis Paris gereist. Und dann mit dem Flugzeug nach Deutschland. Und dann mit dem Fernlaster nochmal quer durchs Land bis in meinen Fischladen. Und es sind ja nicht nur Fische unterwegs, nein. Apfelsinen aus Sizilien, Leder aus Spanien, polnische Gänse fahren nach England und französisches Parfüm rollt nach Griechenland. Und dann gibt's ja noch die Luftfracht. Alles, was wertvoll ist und schnell schlecht wird oder was sehr schnell irgendwo hin muss, fliegt einfach kreuz und quer durch die Welt. Na, und dann kommt ja noch die Eisenbahn dazu, die Güterzüge. Maschinen und Kohle und Benzin und Kühe und Schokoriegel und was weiß ich, donnern Tag und Nacht über den Globus. Ob das überhaupt nötig ist, das ist eine andere Frage. Je peux vous aider, monsieur? Voilà. Ce Wörterbuch, Diktionär, kann man immer gebrauchen. Alors, ça fait 10 francs, s'il vous plaît. 10 francs. 10 francs. 10 francs. Mhm, danke. Merci. Merci. Au revoir. Wiedersehen. Au revoir. Ja. Und jetzt auf zum Bahnhof. Bonjour.
Mais c'est sans sucre. Sans poisson. C'est du poisson. Naja, ich gebe es ja zu, er riecht schon ein bisschen, der Fisch. Ne? Aber jetzt hat er es ja nicht mehr weit. Das hier ist der Zug nach Lorient, ja, zur Küste, zum Goldschatz. Habt ihr gesehen? Güterzug in der Gegenrichtung. Ja, höchstwahrscheinlich mit frischem Fisch von der Küste. Ja? Nee, auch noch mit anderem. Das sieht man an den verschiedenen Güterwagen. Was da wohl drin ist? Was Flüssiges, schätze ich. Und wo ist überhaupt die Lok? Hier ist auch keine drin. Ah, ich glaube, das ist ein Ablaufberg. Ja. Ja, da rollen die verschiedenen Güterwagen von ganz allein auf ihre Gleise. Sie werden sortiert, sozusagen. Und zu neuen Güterzügen zusammengestellt. Hier, das ist sehr praktisch. Container, also große Blechkisten mit Waren drin, werden von Lastern auf die Schiene gesetzt. Naja, nicht direkt auf die Schiene, auf Spezialwagen. Heute alles wieder unterwegs ist. Also ich bin für Güterzüge. Sie sind schnell, sie verpesten nicht die Luft und sie verstopfen nicht die Straßen. Jetzt wird's spannend. Irgendwo da draußen ist mein Goldschatz. Ja, und mein Fisch hier ist mit einem von diesen Fischkuttern gekommen. Er war auch in einer dieser Kisten hier. Nur wollen wir mal sehen. Nee, zu flach. Aber es gibt ja noch mehr. Ah, ja. Das sieht gut aus. Ja, das ist er. Das ist genau dieselbe Sorte. Ja. Ich bin am Ziel. Ah, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Kennen Sie diesen ce poisson, diesen Fisch, kennen Sie ihn? Mais oui, eine Voulée de mer, aber die Fisch ist schlecht. Ja, natürlich ist er schlecht, der ist ja auch schon 3 Tage alt, ne? 3 Tage. 3 Tage? Ah, vor 3 Tagen. Ich fange sehr viel von die Fisch. Meine Spezialität. Ihre Spezialität? Ja, dann haben Sie ja vielleicht auch diesen hier gefangen. Oui, vielleicht. Aber was ist mit die Fisch? Och, nichts Besonderes. Es ist nur, weil, sagen Sie, kann ich nicht vielleicht mit rausfahren auf See? Ich könnte Ihnen helfen. Warum nicht? Aber die Fisch bleibt hier. Ja. I am sailing home again.
across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird. Meine Güte, bin ich aufgeregt. Hier drunter muss er irgendwo sein, der versunkene Goldschatz. Captain, bleiben wir hier? Oui, hier, ich fange die meiste Fisch. Aha. Auch vor 3 Tagen haben Sie da auch gefischt, an derselben Stelle? Mais oui. Aber warum wollen Sie das wissen? Ist es ein Geheimnis? Nein, eigentlich nicht. Also gut, ich erkläre Ihnen. Ja. Also, der Fisch. Die vergammelte Roulette de Mer? Ja. In seinem Magen habe ich eine Münze gefunden, eine alte Münze. Aus Gold? Ja. Und die Münze gehört zu einem versunkenen Goldschatz. Und deshalb... Und die Münze hat ein Loch? Ja. Woher wissen Sie das? Und eine Eule ist darauf? Ja. Da ist eine Eule drauf. Woher wissen Sie das? Mon Dieu, mein Amulett. Sie haben mir gebracht, mein Amulett zurück. Merci, Monsieur. Wieso denn? Was denn? Wieso Ihr Amulett? Das stammt doch aus dem versunkenen Goldschatz. No, ist aus Athen. Vor 1 Jahr, ich war dort. Ja. Ferien, wisst ihr weh? Ja. Ich habe dort gekauft, die Amulett. Und vor 3 Tagen ist gefallen in Meer. Ist gefallen? Hm. In Meer. Ja, und die Fisch hat gegessen mein Souvenir. Der Fisch hat gegessen mein Souvenir, ja. Und ist damit nach Deutschland gereist. Tja, und ich dachte, da unten ist alles voller Gold. Oh, nicht traurig sein. Ich gebe Ihnen die größte Fisch, die ich fange. Mhm. Die größte Roulette de Mer. Oui? Ja. Naja. Da bin ich endlich am Ziel jetzt. Und es war weiß Gott nicht einfach, nicht? Bei diesem weitgereisten Fisch. Und was habe ich jetzt? Nicht das kleinste Stückchen Gold, sondern nur ein Fisch. Naja, ein Fisch ist ja eigentlich auch ein Schatz aus dem Meer, ne? Ja. Und den noch mit Weißweinsoße jetzt und Knoblauch. Ja, aber erstmal muss ich ja wieder nach Hause. Und den Weg dahin, der ist noch weit, den kennt ihr ja. Ihr könntet jetzt also genauso gut abschalten. Ja, also tschüss, bis zum nächsten Mal.